Ich kann jetzt schon abschließend sagen, dass es für mich ein großartiges Spiel war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist wirklich toll. So, nehmen wir den mal mit und dann geht's nach oben. Ich höre eine Muschel. Ja, die nehmen wir mit. Vielleicht entdecken wir hier noch eine Kreatur hier. Ist hier noch was? Das würde sich so anbieten, was zu verstecken. Aber hier ist nichts. Legen wir mal den Stein da drauf. Ah, da oben. Oh, die Pinguine. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Kann ich die schon entdecken? Ah, hallo. Ja, 15 von 20 Kreaturen. Holy shit. Ich frage mich, weil sie ja gerade hier ist, ob das Monster immer da ist, wo man als letztes dann sein Finale hat. Also, weil wir haben ja jetzt hier den letzten Samen, ob das dann, wenn man den letzten Samen woanders hätte, ob das dann woanders wäre? So, erstmal hier lang. Alles abschließen, was geht. Oh, warte mal, hier geht's hoch. So, guck mal an. Die letzten 4 Tagebücher. Kreatur ist auch hier, natürlich. So. Schon gerade sagen, ich habe die Blume gesehen, aber dabei war da keine. Bevor ich den Stein einsammle, ich guck mal eben schnell. Hier könnte was sein. Weil wir hier mit dem Stein ja sowieso nicht hinkommen. Aber wird auch immer grüner, ne? Oder? Oder meine ich das nur? Da ist die Blume. Ja, geil. Sehr geil. Alle Blumen gesammelt. Nice. Ah, fühlt sich das gut an. Was? Hanfflor? Oder Hanfflower? Weiß es nicht. So, damit haben wir das Blümchen auch. Blümchen. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Komme ich immer wieder bei dir an. So, warte mal. Die Brücke müssen wir runterlassen. Den Stein, den haben wir da, aber wir... Hä? Klettern können wir damit nicht. Ich gehe mal hier hoch. Dann müssen wir die Brücke auch erst runterlassen. Kann natürlich auch sein. Wir müssen nach oben. So. Ich habe noch keine neue Muschel gehört oder so. Ja, hier müssen wir runterlassen, okay. Da hinten ist eine. Was ist das denn? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder endet das immer hier so? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man ja selber entscheiden kann, wo man hin soll, ne? Den kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man hier immer endet. So, nehmen wir mal mit. Weiß zwar noch nicht, wohin damit, aber wir schauen mal. Ich setze das einfach ein, den Stein als Samen. So, hier müssen wir ihn einsetzen. Okay. Gut. War was eine Aussicht. Voll schön. Ich höre eine Muschel.
Da liegt ein Föhn. Lass mich raten, es sind Föhne diesmal. Als elektronische Geräte, die sie haben. Die sie gesammelt haben, warum auch immer, wo sie halt nicht wussten, warum sie sie gesammelt haben. Okay. Da sind die Pinguine. Oh, wie süß. Oh. Hui. Hui. Voll schön. Dann lass doch mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Da hängt auch ein Föhn. Ja, ich denke, hier werden Föhne geben. Oder hier wird es Föhne geben. Und eine Muschel. So, wir sind auf einem guten Weg. Oh, geil. Voll das Wohnzimmer hier. Hä, wie... Voll klein, aber auch. So. Natürlich immer erst andere Wege. Ihr wisst es, wie es ist. Aha. Voll schön. Die Aussicht ist halt unglaublich. Muss man einfach sagen, wie es ist. Sehr schön. Haben wir das auch. Ja, wie komme ich denn... Okay, ich komme hier so nicht mehr zurück. Wie komme ich denn hier wieder runter? Gar nicht. Ah, hier. So, es gibt immer ein Alternativweg anscheinend. Oder zumindest in den vielen Teilen. So. Ah, Ariel, bist du's mit dem Ball? Ich hab doch gesagt, es ist Ariel. Da hinten steht ein Wasser. Ist das ein Mixer, der da hinten auf dem Rohr steht? Ich glaube, es ist ein Mixer, der da unten steht. Ich bin mir nicht sicher. Hm, diese schönen Pflanzen, die leuchten. Und überall die Föhns. Föhns? Föhne? Sagt man Föhne? Ich bin mir nicht sicher. So, 6 von 9. Ja. So, nochmal eben schnell einmal gucken. Nicht, dass es hier irgendwo noch hingeht. Zwei Bücher finden es noch und ich glaube zwei oder drei Muscheln. Aber es geht da noch weiter nach oben. Kann da noch einiges kommen. Aber ich möchte ungern was liegen lassen. Um halt wieder zurückzugehen. Hier können wir klettern. Wo geht's denn hier hin? Ach so. Die Brücke. Ich sehe eine Muschel da hinten. Ich sehe unseren Samen, den wir brauchen. Bitte nicht zitieren. Jetzt erstmal, hä, voll gemütlich hier. So, hier ist Nummer 8. Fehlt nur noch eins. Wo geht's denn hier hin? Sag mal. Aha. Aber keine Muschel hier. Okay. Eine Muschel, ein Buch fehlt uns noch. Ich hoffe, wir finden sie. Immer erstmal woanders gucken gehen. So, hier geht's auf jeden Fall noch irgendwie nach unten. Da müssen wir bestimmt nach unten.
Das Buch wird unten sein. Und die Muschel schätze ich auch. Oder kommen wir da oben noch irgendwie hin? Nee. Oder? Nee. Oder kann man hier klettern vielleicht? Nee. Nee, das ist nur Deko. Okay. Gut, dann holen wir mal den Samen. Es sind... Nee, Küchengeräte und alles. Alles. Föhn sehe ich, Mixer sehe ich. Ich weiß, was es war. Grün hier sein, so Küchen oder das Blau oder das Rote. Ist das einfach hier so eine Küchenmaschine? So ein Thermomix? Naja. Wie dem auch sei. Fahren wir mal runter. So. Jetzt die Frage. Die letzte Muschel. Da ist sie. Aber das letzte Buch? Ja, Mann. Wir brauchen das letzte Buch noch. Wo ist das letzte Buch? Das ist nicht richtig. Uns fehlt das letzte Buch, verdammt. Ist es doch irgendwo oben? Ist es hier? Verdammt, wo ist das letzte Buch? So ein Mist. Waren wir hier? Ja, hier war die Blume. Also es ist doch oben irgendwo. Ah, Mist, jetzt müssen wir doch nochmal irgendwie nach oben. Verdammt, tut mir leid. Dann müssen wir leider den Weg nochmal nach oben gehen. Zumindest ansatzweise. Weil ich das Buch hätte ich schon gerne, damit wir das alles komplett haben. Müssen wir uns genau umschauen. Muss irgendwo hier irgendwo sein, glaube ich. So. Ich wusste, dass wir irgendwas vergessen. Oder war das auch hier? Nee, hier war ja nur die Muschel. Krass, dass wir mal ein Buch übersehen. Ich habe erst gedacht, dass wir wieder eine Muschel irgendwie verlieren oder vergessen mitzunehmen. Das Buch muss jetzt irgendwo links sein. Da müssen wir erstmal den Fahrstuhl rufen. Man kann das leider auf der Karte auch nicht genau erkennen, wo das genau ist, ne? Auf jeden Fall da irgendwo. Hm, ja, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir finden es jetzt. Wo könnte es sein? In Columbia. Columbia war doch auch die Stadt, glaube ich, bei Dings, ne? Bei Bioshock, oder? Oder kommen wir doch da oben irgendwie hin? Wo ist das Buch? Hier läuft es mir irgendwie weg. Oder ist es doch da oben irgendwo? Ist es doch hier oben? Nee.
Warte, ich guck mal, ob ich es vielleicht sehe. Also da hinten oben ist es auf jeden Fall nicht. Guck mal auf die Karte. Okay, ich bin noch ziemlich weiter. Es muss da irgendwo entweder weiter unten. Es muss weiter unten sein. Aber wo? Muss auf jeden Fall in diese Richtung sein. Oben am Kompass sieht man's. Jetzt läuft sie da weg. Das kann ja dann eigentlich nur... Hier drunter muss es sein irgendwo. Oder ist es hier? Nee. Ruf mal den Fahrstuhl. Oder ist es doch bei den Kisten, wo wir waren? Ist da unten? Nee, da unten. Das führt ja jetzt ganz runter, ne? Warte mal. Bevor wir jetzt ganz runterfahren. Obwohl, komm. Wir fahren runter. Der Weg ist dann kürzer, glaube ich. So. Das kann ja jetzt nicht richtig sein, weil jetzt hier das Finale ist. Ich denke, das Buch wird da sein, wo die Kisten sind. Hier war die Blume, ne? Dann gucken wir nochmal. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt am letzten Buch hapert. Was ist denn da los? Unfassbar. Unfucking fassbar. Das war jetzt hier so... Es tut mir leid. Es ist ganz komisch, dass wir jetzt hier so hängen. Ja, ja, Let's Play nicht rauszögern und so, ne? Ja, ja. Es ist kein Let's Play. So. Nicht mehr. Meine ist es vielleicht doch bei den Kisten, wo wir vorhin waren. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja blöd. Das letzte Buch. Das ist doch da, wo die eine Muschel war? Da? Macht jetzt Sinn, ne? Weil wo soll es woanders sein? Kann er nur hier sein, wenn dann irgendwo... Aber ich hatte mich doch da umgeschaut. Da ist nichts. So, ich gehe mal runter. Hier oben war ja ein Buch. Quasi. Hier. Warum sollte hier noch eins sein, ne? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich so doof? Hä, aber wo soll's denn dann sein? Es ist genau hier irgendwo. Entweder über uns oder... Das gibt's doch nicht. Das ist bestimmt da oben irgendwo. Wie kommt man denn da hin? Irgendwas übersehe ich. Das soll doch jetzt nicht sein, dass es jetzt am letzten Buch hapert. Jetzt gehe ich nochmal nach oben. Ärgerlich. So, jetzt gehen wir wieder weg, ne? Hier ist ja, glaube ich, nichts, ne, oder? Nicht, dass sich hier irgendwo ein Weg versteckt, den ich nicht sehe. Oder hier oder so. Irgendwo ist bestimmt ein Weg, den ich übersehe. Da würde ich verwetten. Das letzte Buch. So. Also nach oben.
Es kann ja dann ja nur noch irgendwie hier so sein, dass man es hier irgendwie findet. Also, dass man über hier irgendwo dahin kommt. Anders kann ich es mir ja gar nicht vorstellen. Dass ich hier irgendwas übersehe. Weil es ist ja genau hier unter uns irgendwo. Irgendwo unter diesem Becken. Hier ging es da oben zu dem links. Kann zwar nochmal nach oben gehen, aber... Genau, wäre das eine Buch. Das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt so blöd, das letzte Buch zu finden? Ja, anscheinend schon. Sag mal. Hier ist der. Ah, nee. Oder? Nee, ich dachte, man könnte jetzt da ins Wasser springen oder so. Das wäre jetzt ganz neue Gameplay-Mechanik. So, hier irgendwo ist es. Aber hier komme ich nicht runter. Das ist doch nicht wahr. Wo soll denn dieses verkackte letzte Buch sein? Da unten waren wir ja schon. Das ist ja das Buch mit dem... Verstehe es nicht. Hm. So, warte. War schon da? Nein, noch nicht. Na. So, warte mal. So. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oder ist es hier irgendwo? Nee. Ja, verdammt, wo soll es denn sein? Oder ist es ganz am Anfang, dass wir da vielleicht irgendwas vergessen haben? Dann würde ich nochmal zurückgehen. Sieh irgendwas? Das haben wir doch gesammelt, oder? Oder... Ja, das haben wir ja. Das muss ja da sein irgendwo. Es fehlt ja im Prinzip, fehlt uns ja bei den Stadtgeschichten ja nur noch das eine. Genau, das allererste. Hä? Aber wo soll das sein? Das allererste. Wir haben das bestimmt irgendwo ganz am Anfang vergessen. Da würde ich für wetten. Ich fahre nochmal runter. Das ist bestimmt hier unten irgendwo am Liegen. Da würde ich für wetten. Waren wir hier schon? Oh, lol. Okay, never mind. Hallo! Ja gut. Dann haben wir's. Sehr schön. Der große Mann konnte nur zuschauen, wohin seine Torheit führte. All in der Stadt wurden verschlungen. Ihre Taten spiegeln
spiegeln sich noch immer in den hohen Überresten, die uns bleiben. Gut, na dann. Das hat jetzt aber lange gedauert, tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Naja. Gott sei Dank haben wir den Samen schon. Den Samenstrang. So. Alles klar. Gott, war das Buch unten. Und ich dachte die ganze Zeit, es wäre oben gewesen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Finale. Aber der Bruder trocknete die Tränen seiner Schwester und nahm wieder ihre Hand. Er glaubte an sie. Gemeinsam würden sie ein neues Zuhause finden. Taku, forgive me. Where for this? That's right. Okay, mit dem Boot geht's nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt hin? Lass mich! Lass mich, ich hasse dich! Hä, wo muss ich hin?
Ja, Uppercut Games. Was ein schönes Spiel. Ein richtig schönes Spiel. Das Ende, sie haben die Fäulnis aufgehalten und es rendert nichts mehr daran. Es ist ein Riesenbaum entstanden, der quasi ja, jetzt nur noch darum steht. Und Dankeschön Uppercut Games für einen zweiten Teil, der richtig, richtig cool ist. Und bitte macht noch einen dritten Teil, bitte. Es ist so eine schöne, so eine schöne Serie. Vielen, vielen Dank und unglaublich. Dankeschön Uppercut Games, ein wirklich tolles Spiel. Ja, das soll es gewesen sein mit Submerged, Hidden Death. Richtig schönes Spiel, wie ich schon sagte. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Um die Entwickler zu unterstützen, kauft es, holt es euch. Und ja. Es war ja sogar, wie gesagt, im Epic, glaube ich, gratis. Ich glaube, darüber habe ich es ja auch bekommen. Aber nichtsdestotrotz ein tolles Spiel. Das macht sehr viel Spaß. Das Erkunden der Welt. Kleinen Geschichten immer und so. Richtig, richtig schön. Tolles Spiel. Wirklich. Also, sowas mag ich. Ging jetzt auch nicht so lange, aber das reicht auch völlig. Das reicht völlig, um halt zufrieden zu sein, zu sagen, ja, genau so, genau das brauche ich, das möchte ich. Die Länge an Spiel benötige ich, was auch völlig in Ordnung ist. Und völlig ausreichend ist, meiner Meinung nach. Wie du darüber denkst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber für mich ist das völlig in Ordnung und es reicht auch. Mit der Unreal Engine, vielleicht sehen wir ja mit der Unreal Engine 5 den dritten Teil. Man weiß es nicht. Huch. Gaunte Black Plant. Sate Ahomna. Ja, mein neues Zuhause. Where's our else Stefan? Lacko. Was hier sonst noch versteckt ist? Wie, was hier sonst noch versteckt ist? Wir haben alles. Ach so, man könnte jetzt wahrscheinlich noch alles erkunden, was man noch nicht hat, aber wir haben alles. Das heißt, nachträglich nach dem Ende können wir noch erkunden, wenn wir noch nicht alles haben, aber wir haben alles gefunden. Und das ist der Baum des Lebens jetzt. Die Fäulnis ist weg, wir haben es geschafft. Und ja. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Es war ein tolles Spiel. Vielleicht sehen wir uns bei Teil 3 wieder. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen oder in einem anderen Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten und ja, bleibt mir treu, tut nicht das, was ich auch tun würde. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, euer Flexi ist raus. Tschüss.